Hallo ihr Lieben, willkommen, Bespin hier. Ja, natürlich Dienstag Division 2, wieder der Händler-Reset für euch. Bin immer noch ein bisschen verschnupft, echt die Erkältung, boah, echt krass, die hält so lange an, ist echt ausdauernd, diese Erkältung. Keine Ahnung, was das für ein Virus war. Kriegt die Nase nicht richtig frei. Also Entschuldigung schon mal vorab, wenn meine Stimme so ein bisschen versagt. Ja, ich habe jetzt aufgrund dessen auch jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel gezockt. Also Videos kommen auf jeden Fall noch. Ich muss noch eins direkt sagen, also diese Woche mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video und der Händler-Reset für diese Woche, allerdings nächste Woche nicht, weil ich diese Woche Freitag geht es in Urlaub, sind Herbstferien und ja, ich bin eine Woche weg. Und wenn ich wiederkomme, werde ich auf jeden Fall an dem Sonntag versuchen nochmal, aber da bin ich auch ganz ehrlich, Division 2 nicht. Ich werde wahrscheinlich auch mal live gehen, keine Ahnung, was da passiert. Black Ops 6 kommt nämlich raus am Freitag, den 25.10. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein, weil da bin ich echt gespannt drauf, wie das Ganze geht. Habe die Beta ja auch gespielt. Und ja, nochmal der Hinweis natürlich, habe auch letztes Mal das Video gemacht. Ich habe es auch X auf meiner Seite angeheftet, dass ich dann den Dienstag drauf dann auf jeden Fall dann live gehen werde, weil am 29. gehen wir ja von aus, dass dann die Season 2 in Division 2 startet. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an mit dem Händler-Reset. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich super freuen auf dem Weg zu den 2000 Abonnenten. Also, lass mal nicht quatschen, lass knacken. Auf geht's! So, wir fangen natürlich an im Weißen Haus, wie immer. Und schauen wir mal, was die Händler zu bieten haben. Also, was haben wir hier? Eiskalte Beziehung. Eine PP19 benannte MP. Magazingröße ist ja doch perfekt beansprucht. Tommy Gun haben wir hier. MP-Schaden ist bei 10,6 Stabilität, 10% naja, Erhaltung drauf. ACRE Sturmgewehr. Wechseltempo hier mit stabilisiert. Dann haben wir eine Kart45 mit Optimist und Wechseltempo. Richter Kaiser Rucksack. Fertigkeitentempo, Statuseffekte und Beschützer. Walker Harris. Oh, Glas. Warum nicht? Ich meine, es gibt natürlich die benannte von Providence. Da kassiert er natürlich statt 50% 60%, hat natürlich auch mehr Schaden, den er verteilt. Falls ihr aber Walker Harris zum Beispiel auch hier, die Werte sind gar nicht so übel. Waffenhandling vielleicht auf Chance umrollen und dann komplett rot. Ja, Walker Harris mit Glaskanone. Auch ganz nice eigentlich. Ich glaube, ich habe eine. Muss ich noch mal schauen, dann kaufe ich mir die vielleicht auch. Kann man eventuell tatsächlich gebrauchen. So, dann rüber zum Clanhändler. So, beim Clanhändler haben wir diesmal Kochbuch des Anarchisten. Ah, okay. Lebensenergie ist hier drauf. Schaden durch kritische Treffer. Der Wert ist gar nicht so übel, aber die Rüstung ist halt scheiße. Ja? Perfekte Gemeinheit. Ist von Golan eine benannte Rucksack mit perfekter Gemeinheit. Wenn Statuseffekt anwendest, 27 Sekunden lang 18% erhöhter Waffenschaden. Ist natürlich schon nice, aber ja, leider mit den Werten. Schade. Ortis Exuro. Handschuhe. Haben wir schon lange nicht mehr dabei gehabt, ne? Reparaturfähigkeiten drauf. Spitze des Speeres Holster mit Chance auf kritische Treffer. Dann haben wir noch Spitze des Speeres Maske. Waffenschaden auf Max. Immerhin Sprengsatzwiderstand. Waffenschaden. Maxwert, falls ihr das bei den Masken noch nicht habt. Dann die Dorn. Ja, die fallen jetzt natürlich. Oder was heißt fallen? Sind immer wieder hier. Oh, Wechseltempo auf Max auch hier bei Schrotflinten. Perfekt 30. Richtig geile Waffe. Die wird richtig heftig in TO22. Kann ich mir vorstellen. Das macht Spaß. Also, wir müssen noch die Final Patch Notes natürlich auch abwarten. MG5 haben wir hier. LMG, Schaden durch kritische Treffer haben wir hier drauf. Und Todeskandidaten, Richter, Kaiser, Rucksack schon wieder. Kopfschussschaden, Rüstungsregeneration, opportunistisch. 93R, Pistole, Kopfschussschaden und Nachtragen. Dann haben wir Providence Handschuh mit Chance auf kritische Treffer und Reparaturfertigkeiten. Usina, Gettica Maske, Rüstungsregeneration, Sprengsatzwiderstand. Rüstung bei 110. Ich würde die Rüstung sogar rekalibrieren auf Max. Ja, weil Rüstung gesamt gibt nochmal 5% der erste Bonus. Ihr könnt sowas auch eventuell in den Tank einbauen. Badger-Tough Rucksack haben wir hier, Kopfschussschaden, Statuseffekte, Wachsamkeit, das Talent, das war's. So, jetzt laufen wir wieder hier über unsere Klebefläche. Hier, sprinten, sprinten, sprinten und bremsen. Und hier kannst du plötzlich, Achtung, und hier sprintest du wieder. Ich hasse es. So. Dann haben wir beim Countdown Dorn. Kopfschussschaden drauf. Das finde ich jetzt ein bisschen dreist von denen, dass dann halt sowas dann so ausgewürfelt wird. Falsches Spiel. Ist der perfekte Opportunist. Rucksack von Ucina Gettica. Wieder Rüstungsregeneration, Sprengsatzwiderstand. Haben wir gerade eben auch gehabt. Ja, allerdings perfekt Opportunist.
von ihnen getroffene Gegner erleiden 5 Sekunden lang 15% mehr Schaden aus allen Quellen. Würde ich tatsächlich auch hier einen Tank zum Beispiel auch einbauen. Ist natürlich auch der Hammer. Angepasste TDI-Card, falls ihr die noch habt, natürlich auch heftig mit einem Fertigkeitenrang. Hier synchronisiert, auch gar nicht so übel, denn synchronisiert ist mit eins der besten für Fertigkeiten-Builds. Verwendung einer Fertigkeit ohne Schild und so weiter, könnt ihr euch selber durchlesen, ist natürlich Hammer. Und der Fertigkeitenrang nochmal, wenn ihr die in der Hand habt, das ist schon schlecht, weil dann könnt ihr in dem Build an sich einen Fertigkeitenrang eventuell auch weglassen, zum Beispiel Waffenschaden oder auch Rüstung, ja. Und nimmt die in der Hand, habt den aber dann zusätzlich durch das Attribut einen Fetch-Kanrang dabei. Das ist natürlich Hammer, da wollte ich gar nicht hin. So, wir machen eine DZ West, habe ich jetzt ein bisschen schnell und viel gelabert. In der DZ West haben wir Todeshände, Rüstung durch Kills immer, Best in Slot 10%, Rüstungsregeneration ist ja drauf, Rüstung ist natürlich echt total schlecht, 152 Darkson Credits, nee. Doppelläufige Schrotflinte mit Killer ist hier drauf, Kopfschussschaden, dann haben wir eine Sieg. Magazingröße und zukunftssicher hier drauf, Heißsporn Handschuh mit Fertigkeiten Tempo, Ware Patriot Knie, Fertigkeiten Schaden, Habsburg Guard Handschuh mit Statuseffekte Waffenhandling, Hanna Yu Knie mit Sprengsatz Widerstand und Schaden durch kritische Treffer, das war schon wieder hier. Dann gehen wir runter in die Süd. So, Darkson Süd haben wir. Glorreiche Verwirrungssturmgewehr, Magazingröße perfekt kurzsichtig. Dann haben wir eine UMP, eine MP mit unheimlich hohen Gesamtschaden, also Grundschaden, optimale Reichweite hier drauf und Brotkorb. TKB 408 Sturmgewehrschaden auf Max. Ja gut, falls ihr das bei Sturmgewehr noch nicht habt, ich würde abwarten, nicht direkt jetzt hier kaufen, weil es sind 102 Darkson Credits, die ihr hier braucht. Ja, immer, also das würde ich vermeiden und eher gucken, dass wir vielleicht noch was anderes haben. Die Keros-Pistole haben hier Rüstungsschaden, ein Revolver ist das Killer drauf. Verschleißgrenze, Rucksack mit Rüstungsregeneration, die habe ich im Expertisenrang noch gar nicht hochgepusht, sehe ich gerade. Heartbreaker, Brust, Gefahrschutz drauf. Osina, schon wieder ein Rucksack, Lebensenergie, Rüstungsregeneration mit Gehirnerschütterung. Overlord haben wir hier eine Weste mit Chance auf kritische Treffer, Reparaturfertigkeiten und geschütztes Nachladen. Das war's hier, Darkson Süd, dann gehen wir in East. So, in der Darkson East haben wir die gute alte Zeit, LMG benanntes mit perfekter Angriffe, fällt auch eigentlich fast jede Woche. Covered Scharfschützengewehr mit Wechseltipp und 9,1 Ranger ist hier drauf. L86 LMG mit Lebensenergieschaden und synchronisiert. Dann haben wir Zorn des Jägers Maske, Waffenschaden und Rüstungsregeneration. Verschleißgrenze Holster mit Gefahrschutz und dann haben wir schon wieder Osina, ist wohl hier echt beliebt diese Woche. Maske, Gefahrschutz und Statuseffekte, dann haben wir Sokolov Holster mit Kopfschuss-Schaden und Lebensenergie, das war es hier schon mit den Dark Zones. Dann gehen wir wieder rüber und fangen an im Campus. So, und im Campus haben wir neue Verlässlichkeit, benanntes LMG, Wechseltempo 8,8, perfekt optimiert. M700 Carbon Scharfschützengewehr, Chance auf kritische Treffer und entschlossen. M249 LMG mit Wechseltempo nah und persönlich. Empress, Maske, Reparaturfertigkeit, Sprengsatzwiderstand, Osina. Alter, was geht denn hier ab? Usina, ey. Bei jedem Lebensenergie, Rüstungsregeneration. Holster war das. So, das war's hier. Und dann gehen wir rüber. Theater machen wir erst, ne? Ja. Und im Theater. Usina Gettica, linker Teil der Bühne. Gewehrschaden 4,5. Mit Rüstungsschaden doch. Perfekter Schuss. Also, ich meine, okay, Rüstungsschaden ist ja jetzt nicht so schlecht, ja? Also, Maxwert auch vor allen Dingen. Und Schaden durch kritische Treffer ist ja auch fast ein Maxwert. Aber 4,5. Also man kann die Waffe ja im Grunde genommen nur so nehmen und Gewehrschaden dann rekalibrieren. Habe ich ja auf Max, ja, falls ihr das habt, okay. Aber 4,5 ist ein Witz, ne? M870 Schrotflinte haben wir noch, Magazingröße und voll geladen. Resolut Gewehr, Chance auf kritische Treffer und entschlossen. Arali, Handschuh, Sprengsatz, Widerstand, Fertigkeitsschaden. Shinerlight, Knie, Reparaturfertigkeiten, Statuseffekte, das war schon wieder hier. Dann gehen wir noch runter in die Schlosssiedlung. Kein Osina-Teil, okay. So, in der Schlosssiedlung haben wir Nachtwächter. Das ist eine benannte Maske von Gillagard. Impulsscanner-Tempo immer auf 100%. Die Werte sind aber jetzt Gefahrschutz. Und die Rüstung bei 117k ist nicht so das Beste. SRS A1 Scharfschützengewehr haben wir hier. Chance auf kritische Treffer. Und Ranger M60 LMG haben wir hier mit Nachladetempo und Wiederholung. Alp Summit haben wir hier eine Maske, Reparaturfertigkeiten und Fertigkeiten-Tempo. Ja, kann man auch so farmen. Ne? Die Werte sind jetzt, da müssen wir schon ordentliches optimieren. Also zumindest ein Attribut, falls ihr eins auf Max habt. Da würde ich halt Reparaturfertigkeit natürlich dann rekabieren auf Max und dann Fertigkeiten-Tempo weiter optimieren. Kann man natürlich in ein Heiler-Bild einbauen. So, dann machen wir natürlich noch New York.
So, und in New York angekommen, bei Marco haben wir wieder eine PP19. Naja gut, war ja die benannte vor kurzem im Weißen Haus, ne? Lebensenergieschaden. Augenlos. MK46 Militärversion haben wir hier. Schaden durch kritische Treffer drauf und Wiederholung. M1 CQB, richtig gute Waffe. Scheißwerte und Glückstreffer drauf. M1911 Pistole mit Wechseltempo und Zukunftssicher. Dann haben wir Gillagard Rucksack mit Unterschock, Gefahrschutz, Fertigkeiten, Schaden, Rüstung total niedrig. Also. Usina-Teil, warum nicht? Reparaturfertigkeiten und Gefahrschutz, ein Handschuh mit 122k Rüstung. Belzern Armory haben wir hier. Holzer, Kopfschussschaden und Statuseffekt. Das war schon wieder. Und dann noch zum Roy. Und dann sind wir schon wieder mit dem Händler Reset durch. Dafür halt dann wieder alle Verkäufer und Händler durch. Und hier, Kabarett fällt in letzter Zeit auch sehr häufig. Schaden gegen Ungedeckte ist schon drauf. Perfekter Donnerschlag. Model 700 und Kopfschussschaden mit 111, max 5% Schadendurchschnitte und flinke Hände. Naja, abgesägte doppelläufige Schrotflinte, Wechseltempo und synchronisiert. Dann haben wir eine 93R schon wieder entschlossen drauf. Rüstungsschaden. Dann haben wir, die hat natürlich eine unheimlich hohe Schussrate, ne? Aber 59k, okay. Die habe ich ehrlich gesagt so noch gar nicht gespielt. Overlord haben wir hier wieder eine Weste mit Chance auf kritische Treffer max. Ja, falls ihr das bei den Besten noch nicht habt, dann kaufen. Rüstungsregeneration, zweites Attribut und Talent Fokus. Dann haben wir Grupo Sombra, Knie mit Waffenhandling, Reparaturfertigkeiten. 511, Maske, Sprengsatzwiderstand, Fertigkeiten, Tempo. Das war's schon wieder. Okay, dann haben wir den Hund natürlich noch. Hallo. Ja, falls euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, bitte. Und auch gerne ein Abo, kostenlos natürlich. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video, ne? Ich werde gucken, dass ich morgen, beziehungsweise übermorgen das fertig habe. Ich wollte nur mal so ein bisschen, ja, auf eventuell mache ich sogar zwei auf Builds eingehen, die mit Sicherheit in TO22, obwohl wir die Final Patch noch nicht haben, richtig geil zu spielen sein werden. Also, macht's gut, euer Bestbin. Bis dann. Ciao.